So, wir haben jetzt schon mal sicher Sand oben. Ja, ich hab hier, ich bin jetzt wieder oben. Ah, und Kalle? Ja, der auch. Und komm ran. Meint das dich oder mich? Mich. Ich muss doch kurz Wasser runterhauen. Bist du unten oder? Ich bin unten. Ja gut, ich Also was hatten wir eigentlich geplant, was wir machen wollen? Eine Falle. Gut, ah, das liegt alles da. Da Ausrüstung. Ich muss mein Zeug reinwerfen, weil ich keinen Platz mehr habe. Also wie schon erwähnt, ich habe alles jetzt sozusagen in der Ender-Chest, heißt, ich kann jetzt ruhig sterben, mir ist das jetzt scheißegal. Und wenn ich sterben sollte, gehe ich zu denen. Okay. Ja gut, ich habe bei denen immer noch ein Ding. Aber wir können eh nicht alles abfackeln, weil das eh wieder verbrennt. Weil das wieder nachspawnt. Ja, das ist auch gut so. Weil ja. Ich würde so oder so nichts verbrennen. Ich muss die Scheiße einsammeln. Ich zieh mal 0815 deine Rüstung an, ne? Wo hab ich nochmal... ja, ich habe ein Problem, ich komme nicht hoch. Kein Wasser da. Kannst du mal bitte das Wasser anmachen vielleicht? Weil ich werde vom Creeper verfolgt. Du hast doch einen geworfen. Oder einen mehr als vorher. Einen habe ich geworfen, aber... Jan hat doch immer was. So den Fable... Meine Fresse, sind das viele Monster! Hast du eins von den Braudingern genommen? Nein, habe ich nicht. Ja, gut, dann weiß ich, wer es hat. Ich muss immer noch hochkommen, irgendwie. Warum sind denn die Betten hier alle abgebaut? Und dann vor allem noch Blacky so mit seinem Kommentar so, ja, versuch dir mal wenn du mit uns redest, nicht deine Emotionen nicht so mitzuspielen und nicht so genervt zu klingen. Nein, gar nicht. Er hat sich überhaupt nicht aufgeregt gehabt, ne? Nein. Er hat dir gerade erlaubt, dich zu töten, aber wahrscheinlich wieder zurückschlagen, sobald du ihn einmal anreißt. Also, hinter ihm laufen so circa 50.000 Monster her. Und ich brauche immer noch irgendwie einen Weg da hoch. Hatte ich Tiberius auch angewispert? Nee. Dann schreib mal bitte von mir, Alex sagt ja. Jetzt dann tut doch nicht oben 1 versus 1 machen, sondern geht mal einfach einen Wasserfluss nach oben. Ich suche gerade einen Eimer, einen Wassereimer. Gut, dann laufe ich jetzt Richtung zu denen und tu die Diamantenkiste weg, ne? Die haben keine Diamanten mehr. Die 53 meine ich. Mach die in die Kiste rein. Ja, das hatte ich jetzt vor. Achso, ja doch, ich hab einen Wassereimer gefunden, warte. Nee, weil ich bin gerade gestorben und hab die ganze Zeit gewartet, bis einer mir Wasser runterlässt. Ja, ich lass jetzt mal runter. Moment, das war jetzt ganz chillig. User left your channel. User joined your channel. What? Sagen wir es so, Tiberius wistert mich die ganze Zeit an. Sind die immer noch auf der Insel? Nerven die immer noch? Boah, ich Kalle! So, ja! Wisper ihn einmal an. Nö. Hätte echt nichts zu tun. Ich gehe gleich in diesen fucking Channel von denen rüber und scheiß die zusammen. Ja, mein Arsch war es auch nicht, ey. Also ich bin gerade bei denen. Ernsthaft, geh weg von dieser Insel. Ich hab nichts, es ist Angriff eines... Ja, vergessen wir das, ich brauche Unsichtbarkeitsdrang, um das zu machen. Haben sie einfach, hast du die Dinger dabei? Ich hab nichts dabei gehabt, nichts. Überhaupt nichts? Ich bin da nur rumgegangen, hab Hi geschrieben, fertig, tot. Schießt er mich ab. Die haben echt nichts zu tun. Die stehen wahrscheinlich nur da 15 rum. Ja, wir haben die nicht.
Nee, Begründung, wieso sie mich killen dürfen, wir haben ihre Dias angeblich. Du hast gesagt, Wasser ist unten? Wasser ist unten, ja. Essen, ich brauche Essen. Deine Rüstung habe ich eingesammelt noch. Okay. Ach so, du hast Teil eingesammelt. Darunter auch den Sand. Weil ich hatte immer noch einen Stack Sand mehr als vorher. Ich habe zwei Stacks Sand. Nur. Also da. Knall ich mal hier nochmal Gifttränke rein. Boah, von da rechts kommen zwei Skelette. Was bedeutet das? Ich werde wahrscheinlich nicht mehr hochkommen, weil die Skelette mich vorher noch erschießen. So, das läuft nicht, ich kann mich nicht ins Bett legen. Creeper. Okay, ich schaff's doch hoch. What the fuck? Ja, am Arsch. Wenn er mich jetzt einmal schlägt, wenn er mich jetzt einmal schlägt, kannst bitte das Wasser wieder hinmachen. Hab ich. Naja, das Problem ist, ich werde jetzt einmal schön geschickt nach unten gleiten müssen, weil das Wasser eben nicht so schnell nachfließt, wie es herkommt. Hier ist noch Zeug. Ich mach grad Kalle Stress. Ich laufe mit dem Eimer hinter ihm her. Ich sterbe es wahrscheinlich wieder, weil so viele Monster hier wieder sind. Er ist gleich echt ein Spinnenauge. Kannst du gar nicht. Ich nerv Kalle grad. Ein klein wenig. Was muss ich auch mein komplettes Zeug weggeben, ey? Ich laufe jetzt einmal Kalle und dann wenig hinterher. Bin tot. Und zwar schon wieder. Hat die Admin-Peitsche nicht vertragen. Ragequit ist wieder da. Ach, die Admin-Peitsche, also kicked from Server. Okay. Ja, ich wurde vom Skelett erschossen. Also, Kalle ist nicht mehr oben. Ich baue dann als nächstes die Falle da rein. Mein Gott. Ja, Leute, da seht ihr es. Wir haben jetzt schon eine Stunde lang nichts machen können. Überhaupt nichts, weil die genervt haben. Na, ein bisschen was haben wir schon gemacht, aber wir haben auch da immer wieder einbußen müssen. Ja, mehr als wir machen könnten, ne? Ich werf dir mal. Bist du gerade beim Wasserdings? Nein, ich bin da gestorben. Ach, du bist am Anfang. Sag mir, wenn du beim Wasserdings bist, dann werfe ich dir zwei Rüstungsteile runter. Boah, ich muss jetzt wieder das Zeug einordnen. Es kotzt mich jetzt schon an. Alles kotzt mich an. Arr, richtig so. Wir waren alles, eigentlich insgesamt ist alles oben. Nur Kalle. Bist du sicher, dass es nur Kalle war? Ja, und der hat einen Braustand mitgehen lassen. Schmeiß runter. Nein, schmeiß nicht runter, das ist ein Zombie, der wird das alles einsammeln, wenn du Pech hast. Soll ich runterkommen und dir helfen? Na, wenn es alles gut läuft, nein. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, gut. Nein, schmeiß nicht runter, schmeiß nicht runter. Alles klar. Weil ich komme hoch. Oh, das ist ein schöner Rülpser. Ah ja, Ja. ich baue mal kurz so eine provisorische Eierfarm. Also, ich glaube, ich geh kurz runter. Hier, ich leg dein Zeug einfach mal her. Ich baue das ganze alles Zeug, Redstone und so ein Zeug. Soll ich in der Zwischenzeit das Wasser wegmachen? Und ich werde dafür mit dem Pisten machen. Alter, lass, ach Scheiße, wir haben kein Eisen.
Lass den Mix mal Eisenfarm gehen und Iron Golems oben hin machen. Ah, oh, gut. Aber müssen wir nachschauen, ja. Sie springen sonst runter. Halt, das Problem mit Eisen Golem ist, die greifen eben nicht. Die greifen dich nicht an, die greifen keinen Spieler an. Die greifen an, wenn den Spieler an, wenn er mich angegriffen hat. Nee, das sind Wölfe. Nee, die machen das auch, die Iron Golems. Sicher? Ja, die machen das auch. Okay. Hm. Oh. Ah, gut, wie macht man Unsichtbarkeitstränke? Was? Da fällt mir ein, ich brauche jetzt was, den Sand, den ich mir aus... Brauchst du Spinnenaugen? Ich hab den habe ich brennen lassen. Ich hab noch mehr Sand, das ist der Punkt. Ich nehme einfach so einen Kohleblock dafür her. Ah. Kleinen Moment. Ja, ich bin wieder da. So, ich leg mich mal ins Bett. So, ich pack mal alles raus, was ich hier... wenn ich jetzt nicht ich hab wieder Eier und so ein Zeug. Ein Dispenser war voll damit. Schmeiß ich ein paar Sachen weg und bring's mit, okay? Mhm. Ah, gut. Oder wenn nicht, kannst du runterkommen? Ja, könnte ich. Ja, dann, da liegt dann, wohl... Nee, warte, brauch ich doch nicht. Brauchst du doch nicht. Was jetzt? Nee, brauchst du nicht. Schaff ich schon. Was bist du? Was so, ich will, Festung ist wieder ausgebessert, also kann jetzt irgendwas machen. Ja, Dings brennen. Tue ich schon. Nicht brennen, wie heißt der nochmal? Unsichtbarkeitstränke. Ja, wie gehen die? Ach so, mit Karotten. Guck bei dem pflanzlichen Zeug. Da sind goldene Karotten. Und dann goldene Karotten? Ja, und dann klebst du da eine goldene Karotte rein. Ich würde mir eher mit goldenen Karotten zusammenhängend sagen, hey, goldene Karotten bringen, dass du besser siehst. Aber nein, sie machen dich unsichtbar. Warte mal kurz, ich guck grad mal. Ich habe das ja gerade nebendran offen. Trank der Unsichtbarkeit. Goldene Karotte, fermentiertes Spinnenauge. Was? Goldene Karotte und fermentiertes Spinnenauge ist das. Aha. Also wir bräuchten noch mehr fermentierte Spinnenaugen. Ah, hier sind die... Ich brauche 2 goldene Karotten, weil ich insgesamt 2 solcher Tränke insgesamt schon mal mit Blindheit machen kann. Federn können wir weglegen. Dann mache ich gleich mal diese Redstone-Falle. Ich denke, das ist mir wichtiger, dass halt einfach da keiner hier nervt. Naja, wir müssen eigentlich hier irgendwie sowas machen. Das ist natürlich eine Heidenarbeit. Das war auch ein Problem. Ich kann die Falle noch gar nicht machen, wir haben keinen Slime. Ja, fast mein komplettes Redstone ist unten irgendwo. Ich habe oben genug Redstone. Guck in der Kugel Redstone. Oh, das ist gut. Da sind anderthalb Blöcke. So, ich habe 18 Tränke bis jetzt und das... Ja gut, komm, wenn wir jetzt Ruhe haben, würde ich sagen, machen wir schnell das mit den Tränken, soweit es geht. Ja, jetzt haben wir einen Trank der Nachtsicht, also ist schon genau, wie ich es gesagt hätte. Da klebst du dann, mach mal einfach so 6 Tränke der Nachtsicht und dann mache ich da 2 fermentierte Spinnenaugen dazu. Dann haben wir 8 Unsichtbarkeitstränke. Ich will nämlich rübergehen zu denen und gucken, ob die meinen Braustand haben. Weil wenn die das gemacht haben, das wäre mega asozial. Das wäre dann bekommen die nur die Hälfte der Dias aus irgendwelchen Gründen wieder. Was hast du? Vor allem das Schöne ist, die sagen, die haben 64 Dias, ne? Ja, das waren halt nicht 64. Ja, das ist der Punkt. Das wissen wir auch, aber wenn wir sagen, das sind hier nochmal 64 gewesen, dann wissen sie so, die haben es. Ja, wir könnten ja mal irgendwann sagen, waren das Punkt 64? Und dann so, alter, krass. Oder wie also... Also wie ich das letzte Mal bei euch war, waren es vielleicht keine 64 und ich glaube, laut meinen Rechnungen der Folgen insgesamt, da ich alle Folgen nochmal angeguckt habe, die ich aufgenommen hatte und dann nochmal bei Nico vorbeigeguckt habe, habe ich hinterher errechnet, dass es nie und immer 64 gewesen sein könnten. Das wissen wir halt nicht. So, ich glaube, ich baue mir schon mal den Fit zusammen. Ich brauche,
brauche ich. 3 von denen, gut, habe ich. 3 Sticky-Pisten-Dinger habe ich.